poppin'? Guys, welcome on my channel. Somewhere Lived, Freunde. Heute ein alter Gast. Jennifer, lange nicht mehr gesehen. Hi. Wie geht's dir? Gut. Hast du Hunger? Ja. Jennifer kam letzte Woche auf mich zu und meinte, diese Royal Donuts, ich sehe Überwerbung davon, die sind so geil. Und deswegen dachten wir uns, wir machen heute mal so einen Donut-Test für euch. Und haben uns 8 Donuts ausgesucht, ich glaube. Genau, also eigentlich nur 6. Wir haben eine 6er-Box gekauft und die hat 20 Euro gekostet. Ne? Ja. Also die sind halt verschiedene Boxen mit verschiedenen Preisen und da gibt es halt diese Bump, wie heißen die Bump Donuts? Ah, es gibt Bomb, so? Die ist Bomb Donut Box und einmal normale Standard Donut Box. Genau, und die Bombs sind halt alle gefüllt, also wir filmen die gleich nochmal näher ab. Hm. Und dann hatte ich mit den einen Co-Chef da gesprochen und der war noch so nett und hat mir noch sogar 2 geschenkt. Das gibt auf jeden Fall einen Vorteil, genau. Wenn du eine nette Frau bist oder hingehst, kannst du vielleicht 2 geschenkt bekommen. Wir haben hier, was ist ein Hanuta? Das ist der Hanuta und da ist außen dieser Keks, die Lotusglasur und innen drin ist Lotusfüllung, also von diesem Keks hier. Okay. Guck mal hier raus. Ja, der ist geil. Genau, von diesem Lotus-Keks, also hier ist halt auch die Glasur, aber von dem Geschmack ist halt da die Glasur. Hier haben wir einen White Chocolate so mit so einem Kellogg's drauf. Halt. Ja, und drin war, glaube ich, Vanillepudding, ne? Nämlich so Apfelzimt hast du ausgesucht. Genau, Apfelzimt, ganz stark, also ein klassisches Ding. Und hier ist so irgendwas mit Cake-Krümel und inneren Nutella. Ist Nutella. Ja. Hier Klassik Oreo und auch Nutella, glaube ich, drin, wa? Dein Liebling kommt jetzt. Ja, der Liebling. Hier ist dieser Reese, dieser Peanut Butter und innen drin ist auch Peanut Butter. Ja, hier ist halt dieser Lotus, auch gefüllt mit der Masse halt. Und hier haben wir einen Rocher Donut und ich glaube, ist jetzt innen drin, deshalb weiß ich halt nicht, ne? Denke ich entweder Rocher oder... Blaubeere vielleicht auch. Ach ja, genau. War das bei denen? Irgendeinem war das. Stimmt. Mit Blaubeere hat sie gesagt, aber ich weiß nicht mehr, bei welchem. Naja. Boah, wenn dann bei dem, weil wo passt hier Blaubeere rein, als bei Apfel oder bei dem? Bei dem war es, glaube ich. Bei dem, ja? Bei welchem? Apfelzimt? Ja. Okay, machen wir. Okay, müssen wir einfach alles von nah sehen. Okay. So, dann zeigen wir gleich mal, wie das vom Inneren aussieht. Ja, da ist, denke ich mal, so eine Apfelfüllung drin. Ja, das sieht ganz geil aus. Also, das sind jetzt die ersten, wie viele Kalorien? Keine Ahnung, das ist auch egal, darüber reden wir heute nicht. Hier haben wir das Baby, aber ich glaube, der zoomt jetzt nicht so gut ran, ne? So. Jetzt. Also die ist wirklich gut. Ja, die ist wirklich sehr gut. Okay, wir stoßen an. Okay. Guten ersten Bissen. So. Heute noch nichts gegessen, übrigens. Ich schon. Okay. Was sagst du? Also, ich hatte ja vorher die Bewertung durchgelesen auf der Seite, ne? Mhm. Und war jetzt echt gespannt, weil da waren noch so ein paar bei, die meinten, ja, dass die gar nicht so gut schmecken. Die haben, glaube ich, so Notenbewertung so von 3, noch was Sterne oder so. Und ich war jetzt auch echt gespannt. Also hier muss ich sagen. Also es gefällt mir irgendwie, ich mag das. Auf jeden Fall nicht trocken, das ist schon mal sehr gut. Ja. Ich finde, das ist ein normaler Standard, guter. Also schön fluffig. Ich finde, die Füllung ist lecker. Ja. Also, wie von so einem... Apfelmus-mäßig, oder? Genau, so wie so ein... Apfelkompott. Ja. Aber lecker. Mhm. Oben, man schmeckt auch ein bisschen den Zimt. Mhm. Ich würde sagen, für einen normalen Donut, wie teuer ist sowas? 2 Euro so normaler? 3 Euro? 2,50. 2,50, glaube ich. Ist okay. Und dann, was sagst du für eine Nummer von so 1 bis 10? Ich würde jetzt sagen, so 7. 7? Okay, gehe ich mit. Also, ja, manchmal sind die auch so die einfachen also Sachen. Also für das, was wir hier bekommen, hier ist auf jeden Fall 7 von 10 ist dafür in Ordnung. Genau. Ja. Also für normalen, die anderen sind Bomb. Es gibt nämlich Bomb-Donuts und Standard-Donuts. Wir haben nämlich 3 Standard. Das war einmal der Kellogg's und der Schoko hier außen. Mhm. Und den wir gerade hatten, den Apfel. Zimt. Ja. Okay. Welchen willst du als nächstes probieren? Ja, gerne. Nee, du suchst jetzt aus. Wir machen Abwechslung. Okay. Ich würde gerne mit dem... Lass deinen erstmal in Ruhe. Nee, hey, wirklich, mach, wähl aus. Ich fange mit Hanuta. Hanuta ist gut. Ja? Also ja. Er will gleich schon mit so einem Killer-Ding anfangen. Guck mal bitte. Ja. Der ist der größte von allen. Du musst ihn mal aus meinen. Ich habe so eine richtig gute Optik von hier. Ja? Ja, genau. Kannst selber mal filmen, wenn du möchtest. Ja? Ich schneide mal. Komm, du bist mal die Kamera vor. Genau. Okay. So, guckt euch den mal bitte an. Warte. Bereit? Jetzt. Oh. Ach, was soll mit den Händen machen? Ja? Geht das? So. Mach den mal so ein bisschen auf. Ich glaube, keine. Doch, haben wir eine Füllung? Ich glaube nicht.
Aber hat sie nicht gesagt? Keine Füllung. Okay, oh mein Gott, das ist echt, das merkt man vom Gewicht auch her. Das ist echt krass. Okay. Ich mache wirklich Foodporn mit weißen Zähnen für euch, einmal Hanuta. Oh, ich muss das hier oben alles mitnehmen, okay? Ich mache wirklich den größten Biss, den ihr je gesehen habt, okay? Bist du bereit? Okay. Hey, man sieht dein Gesicht nicht, du bist ja. Hey, lass es erstmal wirken, warte. Oh mein Gott. Sieht ja sowas geil. Oh mein Gott. Das ist der beste Donut, den ich je gegessen habe. Ich habe noch nie einen Donut. Ich habe in meinem Leben. Es schmeckt nur Glasur. Ich habe in meinem Leben 4 Donuts gegessen oder so. Oh mein Gott. Der ist richtig gut. Habe ich so eine Schnute wie du? Ja. Glasur ist geil. Ja. Aber ist es Hanuta? Ja, ist es. Nee, ich glaube, das ist nämlich auch wieder dieses Lotus. Nein, es ist Hanuta. Ja, aber. Du meinst die Glasur? Ist nicht Lotus. Lotus schmeckt anders. Lotus schmeckt so nach Winter. Wer ist denn die Winterkekse? Ja, weißt du, was ich meine? So schmeckt Lotus. Okay. Boah. Also. Geil. Weißt du? So ein einziger von denen hier würde mir ausreichen. Ich wäre satisfied. Ich sag's dir wirklich, wie es ist. Ich glaube, der Peanut und der Oreo werden richtig noch. Also, für meinen Körper. Das ist, glaube ich, gut, jetzt aufzuhören. Ich verstehe keinen von den Kommentaren, weil. Schmeckt schon geil. Ja. Es gibt auch einen Donutladen in Köln, bei dem war ich. Und da haben die halt auch so extrem angepriesen. Das war jetzt noch vor dem zweiten Lockdown. Ja. Im Sommer war ich da. Preis ähnlich. Aber die haben nicht so geil geschmeckt. Also da habe ich reingebeißt und da war ich so ein bisschen enttäuscht. Weil trocken. Ich kann es nicht sagen, einfach auch so der Geschmack von den Donuts irgendwie selbst, der war so, ich kann, also einfach, das war nicht gut, so von der Konsistenz und so, und die sind richtig geil, so frisch, so geil. Ja. Geil, okay. Also, ich muss aufpassen, ich sag mal für Bomb Donuts, das war mein erster 8 von 10, weil dieser Peanut Butter und dieser Oreo, diese beiden, ich glaube, die werden noch ein bisschen was noch kranker sein, glaube ich. Weil der war wirklich schon sehr gut. Hat mir sehr gefallen. So gut, wenn ich jetzt total der Hanuta-Fan ist, dann gibt es vielleicht manche Leute, die dann sagen 10 von 10. Aber der war schon echt sehr lecker. Also würde ich wirklich auch sagen, eine 8. Obwohl dann kein Dings drin war, keine Glasur mehr drin. Also, ist es nicht ähnlich, dass sie gefüllt sind? Ne? Ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe vielleicht haben wir da nicht drauf geachtet, bei dem einzigen. Ja, aber bei allen anderen, glaube ich. Okay. Welchen willst du? Ich will jetzt den. Okay. Ja, ist der scharf? Ist scharf. Geh richtig ran. Oh. So, und der ist gefüllt mit Blaubeere. Oh, der ist mit Blaubeere. Ich liebe das. Ich glaube, das schmeckt wie Cornflakes, aber ich glaube, du magst den gar nicht. Ich sehe das jetzt schon kommen. Du, ich sag's wirklich, es ist der, weil ich kenne dich. Also nicht vom Geschmack her. Ich glaube, der wird dir nicht schmecken, aber wir werden sehen. Willst du mal jetzt einen Foodpom reinweißen machen? Nee, nicht bei dem. Okay. Meinst du, das schmeckt mir nicht? Das ist ein normaler übrigens, Standard, okay? Hier nochmal für euch. Ich sag, das schmeckt dir gar nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich hab recht gehabt. Mir gefällt dir gar nicht. Mir auch nicht. Das ist okay. Aber. Ich muss sagen, also auf jeden Fall sind die Konfekte schon mal knusprig. Ja? Hat man? Die sind nicht pappig. Und diese der Joghurt ist auch okay. Aber die Kombi ist ein bisschen. Also ich muss sagen, er schmeckt. Aber ich mag auch die Kombi, also nur nach meinem eigenen Geschmack, er ist lecker. Aber ich finde die Kombi auch nicht gut. Also. Würde ich mir nicht holen so. Ja, auch nicht. Also von einem, man hat ja immer so, ne, auch wenn man es mag, man würde es alleine nicht kaufen. Also da gebe ich jetzt. Auch der Teig ist gut, der ist schon fluffig, schmeckt gut nach Donut. Ja. 5 Punkte. Oder weniger noch? Weniger noch, würde ich fast schon sagen, weil. Also aber es ist jetzt nicht schlecht, also. Ich fand den ja trotzdem lecker. Ich mag das Blaubeere nicht und den Kelloggs. Ich finde, also ich weiß nicht, ob es. Also es hat ein bisschen chemisch geschmeckt, ne? Diese. Keine Ahnung, was für ein Joghurt die da genommen haben oder was hier oben drauf ist. Aber ich sag 4 von 10. Du sagst 5, ich sag 4, ist doch okay. Ich mach auch 4. Okay. Ja. Dann bin ich wieder dran. Du darfst gerne wieder filmen.
Okay. Und also, das Problem ist ja, dass der Bauch immer voller wird und der Geschmack lässt auch nach, weil du deinen Mund, wenn er so viel süßes Zucker reinbekommt, dann ist er ein bisschen übersättigt. Deswegen würde ich fast schon sagen, ich fange erstmal mit dem normalen Standard hier an, mit dem Schoko, mit dem Nutella gefüllt, weil ich glaube, dass der schon ziemlich geil ist. Mhm. Und danach können wir uns dann mit den anderen hermachen. Ja. Okay. Genau, weil. Ja. Okay. Also ich brauche heute nichts mehr essen. Oh, nee, ich bin jetzt schon, also. Jetzt wäre es schon. Wir müssen das jetzt. Ja, wie viel ist durch? Pan. Ist da Nutella drin? Warte, sie hat es uns gesagt. Aber auch ich nicht, ne? Vanillepudding. Vanillepudding. Ist gar nicht, ist kein Nutella drin. Drauf. Sieht man gar nicht. Nee, irgendwie war der Donut gerade hier oben. Okay, warte. Hier. Wir stellen es hier wieder hin. Warte ganz kurz. Okay. Ich muss sagen, aber es ist wirklich wenig Pudding drin. Aber guck mal, hier ist gar nichts drin. Warte. Ja. Und da habe ich nur ein bisschen. Also, ich mache jetzt mal so, okay, doch, guck mal hier. Doch. Okay. Hier ist auch richtig. Oh, du hast aufgemacht. Ja. Geil. Okay, ich bin bereit. Okay. Cheers. Mhm. Nee. Ist nicht mein Geschmack. Ist auch nicht mein Geschmack. Kann weg. Vanille. Mhm. Dieses Vanille ist gar nicht geil. Nee. Oh. Das schmeckt so, wenn ihr als Kind irgendwo in eine Spielhalle geht und euch Donut kauft, so ungefähr schmeckt es. Wenn so für 1 Euro so ein. Wie heißen diese? Nein, weißt du, was da das Problem ist? Da ist kaum Donutmasse. Nur Soße und. Also da war, als wenn ich gerade fast so ein bisschen in Luft reinbeiße. Mhm. Und das, finde ich, schmeckt man, habe ich gar nicht rausgeschmeckt, diese Krümel hier. Und nee, das bin ich auch kein Fan von. Okay, kein Problem. Ich sag dazu, der war schlechter als 3 von 10 oder 2 von 10. Also ich sag gerade 2 von 10, so schlecht war der. Ich auch. 2 von 10. Also es geht noch schlechter natürlich, aber 2 von 10 ist gut. Welchen willst du das nächste essen? Ich will den. Okay, den besten, ja. Ich hoffe. Oh. Ja. Das hier oben müssen wir, glaube ich, einzeln durchschneiden. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist dieser Reese, ne? Ja, genau. Reese's heißen die. Okay, also. Oh, was hat denn Peanut Butter geschmolzen? Oh, holy shit. So. Ich will mich jetzt richtig nach und beim reinbeißen. Okay, das ist der beste. Den wolltest du unbedingt haben, Jennifer. Ja. Das ist die Nummer 1. Ich muss das eigentlich. Warte mal. Okay. Darfst du schon. Okay. Ah, die Nüsse. Okay. Salzig muss es sein. Süß auch. Hm. Gib mir mal eine Review. Gesichtsmimik. Hm. Ich liebe Erdnussbutter, deswegen ist es schon. Okay. Aber ist salzig? Ist salzig, oder? Wegen den Nüssen auch drauf. Ja. Wieder schön teigig. Ja. Das ist sogar richtig salzig. Ja. Ich probiere den auch mal. Ist geil. Okay, also nach diesem Donut. Ist aber wirklich salzig. Also ich glaube, das ist eine richtige Diabetes-Bombe, oder? Es ist aber direkt Diabetes. Direkt Diabetes. Es ist wirklich, ich dachte eher süße, es ist wirklich salzige Erdnussbutter. Es ist eine kleine Süße. Echt, ja. Gesunde auch. Also schmeckt nach so einer Foodspring-Erdnussbutter. Nee, aber es ist wirklich. Es ist salzig. Es ist fast wie. Das klingt jetzt blöd, wenn man sagt, es ist ja trotzdem Nachtisch, aber dadurch, dass es so salzig ist, hat es fast gar nicht von so einem süßen. Also es ist gar nicht süß, ne? Was nochmal? Hm? Man muss sagen, kauen. Ich muss sagen, der hätte süße Erdnussbutter geiler gefunden. Ja? Ich finde den gut. Weißt du, der macht richtig satt. Wenn du den isst, danach bist du richtig voll. Der ist eine Meise. Was sagst du zu dem? Aber du hast recht, im Nachhinein, wenn ich jetzt so meinen Mund habe, schmecke ich nur noch Erdnussbutter. Und salzig. Aber. Und salzig. Genau. Boah, der war schlechter als der Hanuta für mich, muss ich dir sagen. Muss ich auch sagen. Also ich fand ihn lecker. Aber dadurch, dass es salzig war, ist das Süße für mich jetzt weg. Das ist ein bisschen so, jetzt, also im Nachgang, weißt du, was ich meine? Das hätte man jetzt so eher so salzige Erdnüsse aus der Dose gegessen. Ja, mit so Erdnussbutter reingemacht. Du hast recht. Also ich sag,
wenn der ist der 6 von 10? Nee, also schlecht. Ich bin. Also nee. Ich habe Hanuta mir, glaube ich, 7 von 10 gegeben. Deswegen. Haben wir nicht 8 gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Sagen wir 8, dann muss der mindestens in der 7 oder 6 sein. Also für mich ist es eine 6, weil der. Echt? Ist schon geil, aber wenn ich einen Donut kaufe. Der Apfeldings war ein Standard-Donut für 2,50 Euro. Ich würde mir lieber den kaufen als den, würde ich sagen. Der hat 5 Euro, ne? Mhm. Der ist auch heftig. Der schmeckt. Was sagst du zum Preis? Das ist schon krass, oder? Deswegen ist halt die einzelnen Donuts kosten mehr. Wenn ihr euch so ein Paket kauft, sind die halt günstiger. Also wir haben jetzt für 620 Euro bezahlt, plus zwei kostenlos. Ja, gut, ja, aber nur weil ich mit den 6 Donuts, 20 Euro ist schon macht heftig. 4. Wie viel macht das? 4 Euro pro? Bin ich dumm? 3,50 Euro, glaube ich, so irgendwas in dem Bereich pro Donut in dieser Box drin. Ist okay. 3,50 Euro? Ja, aber für so einen Standard, du musst überlegen, 3,50 Euro ist eigentlich krass. Für einen Standard? Ja. Das stimmt. Darum, ja. Das stimmt, wir haben auch... Darum, wir haben ja eigentlich welche für 2 Euro. Wir haben voll Euro. Minus gemacht. Ja. Wir hätten einfach 6 große nehmen können für 20 Euro, aber wir haben ja 3 kleine und 3 große. Erstmal hat sie ja gesagt, 16 Euro, weißt du noch? Ich glaube, die hat sich bei uns verrechnet, oder? Wir haben Zeit kostet bekommen, alles gut. Ja, scheiß mal drauf. Ja. Nachher nicht. Wir kommen jetzt zu dem letzten Donut, den wir uns selber ausgesucht haben. Das ist der Oreo hier. Mhm. Hast du noch Hunger? Ich esse trotzdem. Hallo? Ja, natürlich isst du noch trotzdem. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Holy, der ist der Beste. Meinst du? Ja, ich liebe Oreo. Bestimmt ist einer von denen. Ich weiß nicht, die sehen noch ein bisschen fragwürdig für mich aus. Okay, also wir probieren. Kamerafokus. Ja. Geil. Okay, also ich mache wieder eine Nahaufnahme. Ich bin echt voll... Ich schmecke jetzt voll den Erdnussbutter nur. Okay, mal gucken, wie es jetzt schmeckt, wenn man das... Boah, ich will gar nicht reinbeißen. Doch. Ja, sag ich doch, der ist gut. Guck mal das Gesicht an, das muss ich Nahaufnahme filmen, okay? Ich beiß auch rein. Er ist ziemlich groß. Viel Masse. Also die Konsistenz von den Donuts, das ist gleichbleibend. Es ist immer fluffig, Geschmack ist gleich. Also der Teig von den Donuts ist geil. Der ist schon lecker, ne? Der ist echt gut, ja. Ein typischer Donut-Teig. Und fandst du den jetzt? Besser als den Peanut Butter, weil der nicht so mächtig war. Vom Geschmack her, ich muss sagen, der Hanuta ist immer noch Platz 1. Vielleicht lag es auch daran, dass ich den als erstes gegessen habe. Boah, schwierig. Ich gebe dem 8. Würde ich auch sagen. 8 ist gut. Ich muss Hanuta anheben auf 9, glaube ich, aber... Kannst du nicht mehr. Muss ich. Ist ein Video, ich kann es schneiden. Okay. Also. Okay, du isst die alle gar nicht auf und ich schon, oder was? Du hast auch eigentlich aufgegessen. Das ist auch nur, weil ich die nicht mehr. Aber guck mal, bitte. Ich schenke dir meinen kleinen Bruder später, der wird sich die freuen. Die angebissenen Dinger. Psst. So. Ja, nimm mal runter. Oh, wohin kommen wir jetzt hier? Lotus. Den ersten, den wir kostenlos bekommen haben. Wahrscheinlich haben wir die kostenlos bekommen, weil die nicht gut verkauft werden. Nein, so, okay. Hier, ich hab gar keinen Hunger mehr. Ach, guck mal, das ist so ein Cronut. Oh, das ist ein Cronut? Ich weiß nicht, ob die Cronut, wegen Croissant. Ja. Cronut. Hab ich doch gesagt. Du hast, glaube ich, Cronut genannt, oder? Nein, ich kann sie so... Cronut? Hör doch auf mich zu Hänseln mit meiner Zahnspange. Ich kann nicht mehr sprechen. Guck mal, du filmst nur meinen Mund. Ah, Entschuldigung, ich sehe es gar nicht. Ich dachte, ich bin so gut geübt darin. Jetzt kannst du reinmessen. Musst du probieren, schmeckt ganz anders. Ganz anders? Ganz andere Konsistenz. Okay, warte, ich probiere es auch einmal. Ganz anders. Gut anders oder schlecht anders? Es ist ein Croissant mit irgendwas. Ich habe das ja vorhin auch noch nie gegessen. Ein Croissant mit irgendwas? Ja, Krone ist doch ein Donut und Croissant. Mit was? Mit Himbeere und... Mit ganz anders. Was ist das hier? Was haben wir Basilikum noch drauf? Guck dir das an. Haben wir einen Donut, okay? So ein Croissant-Donut. Mit einer Himbeere und Basilikum. Die Kombi ist auf jeden Fall fragwürdig. Aber wir probieren es mal. Ich kann es gar nicht definieren. Boah, ekelhaft, diese Himbeere. Die Himbeere ist so ekelhaft, die ist seit 3 Tagen da drin. Die schmeckt richtig scheiße, oder? Ja, Croissant ist geil, diese Cronut, aber
Diese Himbeere war nicht gut. Ich wollte die ganze Zeit diese scheiß Früchte essen. Willst du mir Himbeere und Erdbeere haben? Ich wusste schon, warum das nicht schmeckt, Mann. Das schmeckt echt nicht. Früchte schmecken zu der Jahreszeit. Vor allem Erdbeeren. Wo wachsen bitte jetzt gerade Erdbeeren? Hast du gerade, hast du Himbeere auch gehabt? Ja. Hast du dir auch gut? Ja, so traurig. Ja. Muss ich auch essen. Ja. Ja, geil. Guck mal, Tücher. Also. Guck mal, hier haben wir noch Tücher. Ich muss sagen, es schmeckt, als wenn es roh innen drin wäre, oder? Schmeckt. Ich muss noch mal kurz was probieren. Ich habe die Himbeere zu sehr in den Mund gehabt. Ist nicht gut. Weil diese Schichten von dem Croissant, die schmecken ja geil, weil es so fluffig ist, weißt du? Bei dem Donut, wenn du daraus ein Croissant machst, schmeckt es so. So diese Masse, die Luft dazwischen wird einfach zerstört. Mhm. Sieht zwar geil aus. Das ist wie so ein Kuchenteig, der noch roh ist, ne? Nicht frisch ist. Ja. Ist auch gut für die Zahnspange, so was zu essen. Das wird gar nicht oben zwischen den Brackets stecken bleiben, sondern. Ich dachte gerade, du schlägst ihn schon. Wir kommen zum letzten Donut. Es reicht auch langsam, aber was haben wir hier? Ich bin eigentlich gar nicht so satt. Vor allem, welche Frau isst so viel Donuts? Muss man auch erstmal mitmachen, ne? So, den müssen wir erstmal auspacken, ne? Rocher hier. Oh, wie lang kommt. Aber mit gefüllt diesmal. Boah, mach bitte diese Blaubeere darunter, die Blaubeeren auch. Bestimmt sind sie nicht mehr abgewaschen. Die sind einfach nur raufgehauen. Und die darfst du essen, okay? Willst du nicht? Nee, darfst du auch nicht essen. Ich stehe auf diese Lotus-Kekse nicht. Nein. Oh. Iss sie einfach auf, warum willst du denn auf? Iss sie einfach auf. Nein, okay. Okay, ja. Der ist gut. Was sagst du zu dem? Ist ein Rochelle, Mann. 9 von 10. Gönn dir noch den Bissen, Nights. Isst du nicht mehr? Boah, ich esse noch, aber ich brauche kurz ein bisschen Ruhe. Du bist 1 Meter größer als ich und ich esse mehr als du. Moment mal, ich esse heute auch nichts gegessen, okay? Du hast einen Dreier gegessen. Ich esse mehr als du, sonst wäre ich nicht so schwer, also entspann dich. Und? Dann muss ich erst mal grau machen. Okay. Das ist geiler? Ja, aber... Ich muss ja erst mal kauen. Ja, alles gut, ich brauche... Ich lass ruhig Zeit. Hier. Nutella ist geil. Meinst du, die haben auch echt Nutella genommen? Das ist echtes Nutella, ne? Mhm, ist echt, das schmeckt mir auch. Ich kenn mich da aus. Fake Nutella ist echt eklig. Ja, mit dem Nutella schmeckt schon gut, muss man sagen. Mit diesem Croissant. Aber immer noch das gleiche wie vorher. Das ist halt. Wenn du den Croissant reinbeißt oder aufschneidet, dann ist es so Luft dazwischen, weißt du, luftig, fluffig. Aber hier ist es einfach nur platt gedrückt. Weil er so viel Flüssigkeit und das saugt dich so auf. Was sagst du? 5 Euro kostet so ein Ding, ne? Krass. So ein Kroner, 5 ja. Euro? Boah. Nee. Also Preis ist schon happig, ne? Wie beim Ben & Jerry's holen und... und... Ja, ist geiler. Also, man sieht auf jeden Fall, warte mal. Zoomt es ran? Sehr sexy, ja, Mathe. Auf jeden Fall ist eure Hände... Ich bin jetzt voll so im Essensmodus drin. Ja, es geht noch weiter. Was war Reste? Ja? Oh, den willst du nicht. Willst du noch darf essen? Den essen? Natürlich darfst du den essen. Sie will den Peanut Butter noch essen. Moment mal, das könnt ihr euch hier beobachten. Also Jennifer will den Peanut Butter, der wirklich extrem satt macht. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. Alter. Boah. Nee, ich bin echt zu alt für den Scheiß. Und mit aussehen. Okay. Weißt du? Holy moly. Also das ist der von gerade. Ja, Alter. Du riechst nach Peanut Butter auf jeden Fall. das sind die Reste, die werde ich mitnehmen vielleicht und meinem kleinen Bruder eventuell geben. Vor allem freust du dich so dieser Was denn? Hä? Ich würde mich freuen, wenn mein großer Bruder kommen würde und mir sowas geben würde. Soll ich mich schon erfen? Bin ich dein Resteverwerter? Nein, aber wenn du Hunger hast und Bock hast auf was Geiles zu snacken, sowas hier, ist gut, ja. Okay, ich esse sie selber auf, keine Sorge. Es wird nichts weggeworfen auf jeden Fall. Also. Oh, es war zum Abschluss aber noch. Ach, sie haben keine Note gegeben, diesen. Wir müssen denen noch keine Note geben. Den letzten. Die waren denn schon lecker? Ja. Ich glaube, das Nutella macht das auch so lecker. Man muss es auch. Wir müssen für Cronut den einsortieren. Für den Cronut. Ja. Keine Ahnung, ich kenne halt keinen Cronut. Doch, also. Davor, da haben wir noch den Cronut gehabt. Ach so. War doch dieser Lotus war doch auch ein. Haben wir den bewertet?
Auch nicht. Die haben keine Nummer gegeben. Also Cronuts sind generell scheiße. Also unter normal. Nicht scheiße, das ist nicht scheiße, auf keinen Fall. Ich mache jetzt nur noch mal hier ein bisschen, ja? Ja, beiß doch gerne ab, wenn du willst. Alles gut. Okay, auch wie du mit dem Teller rauskommst, sieht echt geil aus. Hm. Was sagst du? Ich bin gerade bin ich jetzt ein Binge-Eater gerade? Ja, ich bin eigentlich Binge-Eater. Kann ich aufhören zu essen? Ich habe schon Podcasts über Binge-Eating gemacht und ja, ich habe, ja, ist doch krass. Du warst ohne Kotzen, ne? Ohne Kotzen? Ja, ohne Kotzen. Binge-Eating ist nur reinfressen. Aber dann musst du doch irgendwann auch kotzen, weil du so Schmerzen irgendwann hast. Kannst du nicht mehr aufstehen einfach, genau. Aber du kotzt nicht. Kotzen ist zu ekelhaft. Ach so. Das machen dann eher so die... Bulimiker. Ja. Bei Kotzen ist... Alter. Oh. Ja? Ich habe direkt Diabetes. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Hat sich sehr gelohnt. Danke, Jennifer. Check gerne ihr YouTube-Kanal aus. Der schmeckt mir. Mein Bauch sagt auch, ist okay. Ich muss was Geileres essen. Aber ist gut, ich fühle mich nicht schlecht auf jeden Fall. Ein bisschen. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das kleine Special hier gefallen mit Jennifer zusammen. Checkt gerne Royal Donuts ab in Berlin in der Kantstraße, glaube ich. Nein, Krumme Straße. Krumme Straße, in der Nähe von der Kantstraße. Wimmersdorfer Straße, ihr werdet es schon finden. Ist auf der Kantstraße drauf, aber die Krumme Straße geht ab. Okay, checkt die gerne ab. Die machen gute Donuts, schlechte Cronuts. Nein! Hör auf, sag das nicht. Hat irgendwie Spaß. Alle waren lecker. Alles war lecker. Alles war lecker. Check Jennifers YouTube-Kanal ab. Check Jennifers Instagram-Kanal ab für... ich bin noch gar nicht aktiv. Health-Coaching. Was gibt's noch? Kiefer-Coaching. Ernährungs-Coaching. Das mache ich nicht bei Instagram. Kiefer ist okay. Instagram bei mir gar nichts. Okay, nur auf YouTube dann. Genau. Auf Instagram nur anschreiben, wenn es nicht um Coaching geht. Nicht um Kiefer um geht. Privattreffen geht. Was? Dann habe ich kein Problem mit. Die glaube ich auch nicht. Ihr könnt auch gerne meine Sachen abchecken, wenn ihr möchtet. Aber nein, mach nochmal, das schneidest du raus. Ich schneide natürlich raus, aber... Oh, scheiße. Ich ist gerade so ein bisschen Kotz im Druck. Oh mein Gott, das lasse ich drin. Das muss ich rein, das ist zu gut, weil das ist gerade... Weißt du, was Humor ist? Das ist gerade das Top-Level. Also, Freunde. Ich habe ein richtiges Fresskoma. Like dieses Video. Ey, abonniert diesen Kanal. Musst du aufpassen, weil dann kriegen so Leute, sind halt so suizidgefährdeter Irrer. Das haben wir erlebt, bedroht am YouTube-Streamer mit Messer. Okay. Virtuell. Ja. Entzoten von Corona. Sag einfach nur. Unseren Abriss. Das Ding hat immer noch so eingeblendet. Das ist das Schlachtfeld hier. Und sagst du Jennifer? Jennifer? Ich. Also wer kann mehr essen als Jennifer? Nicht mal ich. Tja, ich bin der Donut King. Warte mal. Sieht mal. Ist nicht schlecht, warte mal. Soll ich mal gucken, was von mir, bei dir ist. Bei dir ist echt nicht schlecht. Du hast bloß fast mehr Food Baby als ich zu Hause. Boah. Was? Oh, geil. Ist das von den Donuts? Ja, aber mir ist gar nichts. Guck mal, ich bin noch von der Seite. Ich bin top in Form. Ist nix. Was sagst du? Ich hab's ein bisschen rausgestreckt auch. Ich probier's auch, aber es geht nicht mehr. Ja. Dankeschön. Tschüss.